Servus, herzlich willkommen beim RC Bürofrager. Heute gibt es wieder ein schönes Unboxing. Gibt es zurzeit viele. Ich habe mir dafür meine Airsoft-Kanone verkauft. Und jetzt habe ich mir halt nichts mit elektronischen Autos zu tun oder RC-Sachen. Ich möchte, dass wir mein Wohnzimmer was Schönes wieder haben, und zwar ein Aquarium. Lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Unboxing. Oh, da haben wir das schöne Stück. Das ist richtig so. Jetzt zeige ich mal das so. Das ist das Fluval Flex mit LED-Komplettsystem. 57 Liter, da ist alles dabei. Filter ist innen, also Innenfilter, Heizstab, LED-Beleuchtung, die kann man verschiedenfarbig einstellen, mit Moden, mit Mondphase, mit Gewitter, 3-Stufen-Filterung, 7500 Kelvin hat die LED, also echt cooles Teil, einzigartig, Stil und Design, und die gebogene Scheibe, die ist halt geil. Also dann packen wir es mal aus. Eine Kiste nach der anderen. Fix. Schön verpackt. Also ich glaube, ich mache noch eine andere Einstellung als 17 Jahre. So, weiter geht's. Machen wir mal das Feuer ab. Da ist die LED drin. Sieht man. 10 Watt LED. Na ja, nicht schlecht. Vielleicht schauen, haben wir da noch eine. Dann wächst das Zeug ein bisschen besser. Und was haben wir da noch drin? Anleitung. Das ist auch praktisch zum Unterlegen. Perfekt. Und dann haben wir noch eine Anleitung. Deutsch und Englisch. Oh, schaut nicht schlecht aus. Halt mal schon das Ding.
fangen wir einfach mal da rum. Da haben wir den Filterkasten mit den komischen Keramikdinger da zum Filtern. Ein extra Netz drin, finde ich auch cool. Was ist das? Ah, so kleine Steinchen. Ah, ich glaube, das ist Aktivkohle. Schön, schön, schön. Das war der Filter. Da wird dann noch der Heizstab drin sein. Schauen wir gleich mal noch. Ah, da ist bloß noch das Ding drin. Die Pumpe. Da ist die LED zum Anschließen. Ja, die, wenn man nur einstellen kann, wäre es natürlich super. Ne? So, sorry für die kurze Unterbrechung. Hat gerade klingelt. Ja, das war die Pumpe da. Die kommt dann da einer. Strömungsding kommt wieder rein, wird da festgeschraubt und das war's. Drehe ich das mal so. Die Scheibe ist halt absolut geil, weil es so gebogen ist. Taugt mir wie Sau. Also echt ein schönes Aquarium, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zu abonnieren. Ich werde dann noch ein paar Fotos machen, wenn das Ding steht und dann noch ein paar Wochen, wenn es eingelaufen ist. Und so, ich möchte das richtig schön machen. Vielleicht ein bisschen cool mit Aquascaping. Mal gucken. Abonnieren nicht vergessen. Like oder Dislike, ist egal. Like ist Like. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer RC Pyrofrogger. Macht's gut. Tschüssikowski.